Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge von Rise of the Tomb Raider. Ja, das wäre eigentlich die Folge von Freitag gewesen. Und eigentlich wären wir auch, denke ich mal, mit dem Spiel schon seit gestern oder heute durch. Aber ich mache das jetzt mal als Pause. Ich habe wirklich das Wochenende keine Zeit gehabt und die jetzt alle nachzuholen, da habe ich auch echt keine Lust drauf. Ich sage jetzt einfach mal, wir haben jetzt mal kurz pausiert. Ist ja auch mal in Ordnung, kann man ja auch mal machen. So, ich meine, wäre es jetzt nur ein, zwei Tage gewesen, die ich verpasst hätte, dann hätte ich die natürlich alle nach aufgenommen, aber es ist mir jetzt zu viel, da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Wir haben kurz pausiert mit Rise of the Tomb Raider, was ja auch nicht gerade schlimm ist. So haben wir dann wenigstens, so wären wir dann mit dem ersten Teil wenigstens pünktlich zur Shadow of Tomb Raider fertig und können dann gleich einen nahtlosen Übergang schaffen. Ja, was haben wir in der letzten Folge gemacht? Letzte Woche Donnerstag. Was haben wir gemacht? Stimmt, wir haben die Tore, das erste Tor zum Einsturz gebracht und wollen jetzt die nächsten, oder sollen jetzt auch die nächsten zwei zum Einsturz bringen, dass wir an die göttliche Quelle kommen. Wir sind in einer verlorenen Stadt und ja, ich würde sagen, da machen wir auch gleich weiter. Ich denke mal, das wird dann noch ein Tor sein, was wir zerstören müssen. Das heißt, wir werden dann noch einmal gegen die Unsterblichen kämpfen müssen. Ich denke mal, bis dahin wird dann auch die Armee tot sein, weil wir haben ja schon recht viele ausgeschaltet. Ja, gucken wir einfach mal, wie es weiterläuft. Jetzt müssen wir erstmal das Katapult von der Blockade befreien. Und dann können wir das nächste Tor zum Einsturz bringen. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch nicht, nicht euren Flow kaputt gemacht hier. Aber ich merke selber, dass Rise of Tomb Raider nicht so beliebt ist bei euch. Ich hoffe, dass es mit Shadow of Tomb Raider anders wird, dass man dann da sagt, Mensch, neues Tomb Raider Teil, dass ich dann da wieder neue Zuschauer gewinnen kann. Jetzt momentan kann ich es ja auch verstehen. Ist schon ein etwas älteres Spiel, so, ne? Hat schon fast jeder gezockt und ja, da gibt es ja dann auch nicht mehr viel Neues zu sehen. Ich bin nicht stark genug. Oh. Achso, okay, na dann. Ich bin nicht stark genug. Okay. Dann bist du eben nicht stark genug. Das erklärt dann auch, warum da dieser Holzbalken zu balancieren ist. Weil du musst ja erstmal darüber kommen. Ich wollte schon sagen, kommt sie da jetzt nicht hoch? Die Drehung des Katapults sollte ausreichen, um das Seil zu bewegen. Schön in den Holzbalken gebackt, aber wir sind trotzdem hochgekommen. Hat geklappt. Jetzt kümmere ich mich um das Tor. Eigentlich. Ist jetzt noch ein bisschen am Rand, aber. Oh, perfekt sogar. Na klar. Achso, es ist das letzte Tor. Wir müssen jetzt zu dem anderen Katapult, was uns gerade beschossen hat. Passt durch. Nur noch ein Schuss.
sollte eigentlich reichen. Du blöde Kuh. Ja, da müsste ich eigentlich nur noch die Unsterblichen da oben ausschalten, außer auf dem Weg zum Tor. Da könnten natürlich auch wieder ein paar Unsterbliche erscheinen. Autsch. Denn hier alles hin? Die Belagerung Kiteshs muss Monate gedauert haben. Kann sie sich da irgendwo festhalten? Nein. Alles klar, dann müssen wir uns was anderes überlegen. Müsste ich auch irgendwie das Eis brechen können, weil ich muss ja dann auch irgendwie hoch. Denke ich. Nee. Ach so, ich muss das erstmal. Ah. Gut, alles klar, verstehe. Ich muss erstmal die andere Seite höher stellen, indem ich Gewichtsausgleich mache. Aber wie soll ich denn an das Seil da rankommen? Die Belagerung Kiteshs muss Monate gedauert haben. Ach komm, fick dich wirklich. Ich dachte, sie kann ich auf das Geländer da stellen. Muss man nicht verstehen. Ich könnte auch. Ich glaube, es wird zu doll, oder? Nee, es geht doch. Wenn sie da lang balancieren kann, dann kann sie da hoch balancieren. Geil. Achso, ist nur zum Motorisch. Okay. Gut,
kann ich das nämlich auch gleich befestigen. Das sollte den Arm ausbalancieren. Wow, okay. Naja, ist ja nicht schlimm. Ich kann ja hier runterrutschen. Dafür war das Seil ja eigentlich gedacht. Okay. Na dann, komm mal her zu mir. Schnuckelhäschen. Ist nicht wasserdicht. Wie jetzt? Muss ich das Ding erst... Obwohl, ich kenne ja... Ach, wenn das nicht, wenn das Holzfass nicht wasserdicht ist, dann ist das Gefäß aber doch wasserdicht, oder? Dann sollte das doch eigentlich funktionieren. Sag jetzt nicht, ich musste die Fäße erst reparieren. Ey, das hätte man mir aber früher schon sagen können, weißt du? So wasserdicht. Da ist doch Wasser drin, solid dude. So, und jetzt... Bam. Ist nicht schlimm, mach ich aus eigener Kraft. Wie, jetzt ist die da nicht dran gekommen? Na, ich muss irgendwie ran schwingen. Man ziehen kann ich das ja nicht. Also muss ich ja irgendwie ankommen. Was ist das für ein Scheiß? Komme ich da nicht ran, weil es zu weit weg ist, oder was? Zu hoch. Das glaube ich ja jetzt wohl nicht. Das sollte jetzt aber reichen. Ist mir doch gleich klar geworden, dass es dann auch irgendwas auf sich hat, diese Seil. Wenigstens ist jetzt wieder zu wenig Wasser. Nein, nein, ich dachte. Ist schon so. Wollte gerade sagen, er macht dir nochmal einen schönen Schwinger und dann... Die Mongolenarmeen müssen vom Eis begraben worden sein, bevor sie die Hauptstadt angreifen konnten.
Du bist umsingelt. Bogenschützen. Ich muss sie ausschalten. Ich muss dieses Ding nur ausrichten. Ja, ist ja gut, ich dreh schon. Ihr Ficker, Alter. Sollte ja wohl reichen, oder? Ah. Scheiße, ja, wenn er noch einen auf mich schießt, das ist völlig in Ordnung. Wir müssen jetzt erstmal. So, das war der Pfeil, der noch unterwegs war, war. Wären Sie die Brücke, da scheitert es doch dann schon wieder. Ich wollte schon sagen, erstmal muss da wieder mal was kommen. Bevor ich mich daran schwingen kann. Nein! Ah, ich habe gedacht, sie knallt sich da gleich fest. Fuck, die schießen weiter mit Katapulten hier. Ey, lass mich rüber. Klar, dass ich da nicht so einfach durchkomme. Schrotflinten funktionieren bei den Mongolen ganz gut. Also, wenn ihr gegen sie kämpft, dann nehmt am besten die Schrotflinte. Oh.
Aber gut reagiert. Oh, entschuldigt, war ein bisschen laut. Aber gut reagiert. Ich muss sofort was. Besiegen Sie die unsterblichen Krieger. Gott, macht langsam keinen Spaß mehr, ne? Oha! Nein. Also die Schrotflinte, zwei Schüsse und die sind down. Das ist schon mal gut. Ich muss natürlich ein bisschen aufpassen. Weil wir haben hier noch ein paar... Na, du komm mal her jetzt zu mir. Fuck. Okay, ein bisschen Schrotflintenmuni haben wir wieder gekriegt. Du komm mal her zu mir. Der Krieg hat begonnen. Mongolen gegen Trinity. Welchen Turm soll ich jetzt erklimmen? Ja, wie erklimme ich den jetzt? Am besten fangen wir hier an. So, dann müssen wir... Ah, hier hoch. Ah, okay, ich verstehe. Ich verstehe. Sorry. So, bang. Und dann bang. Und dann müsste ich da drüben. Okay. Den Sprung schafft sie doch niemals. No rest, no fun. Alles klar. War ja von vornherein klar, ich wollte es nur. Das sah jetzt nicht so weit weg aus. Okay, da muss ich nicht hin. Aber muss ich denn hin? Ah, da drüben. Das ist ja ein komplizierter Weg.
Wir müssen noch mal die Pfeile von Lara Croft hier ausgehen. Na gut. Ist egal, wir haben es geschafft. So, halbwegs. Ne? Schwingen wir uns hier noch rüber. Zack. Und... halten wir uns hier fest. Alte Katze. Dass der Einschlag sie nicht getötet hat. Ich bin echt überrascht. Wesen sind die Mongolen erstmal mit Trinity beschäftigt. Achso, okay. Also, einmal hier lang. What the fuck, Alter. Alte Katze! Aha, Logik, dass das Eis nicht kaputt gegangen ist. Egal, wir wollen hier nicht auf die Logik anspielen. Es bockt ja, ich finde es ja schon richtig krass. Das macht übelst viel Fun, hier so lang zu hangen, lang zu springen so. Auch wenn manche Dinge ein bisschen komisch sind, ne, aber ist ja erstmal dahingestellt, dafür sind ja Spiele da, die sollen auch ein bisschen die Fantasie anregen, ne. Wohin soll ich da? Da oben kommt sie doch niemals ran. Egal. Ist egal, ja. Bin ich da nicht vorhin auch schon hochgesprungen? Ui! Aber wenn ich die Folge gleich nochmal angucke und sehe, aha, ich bin da hochgesprungen, dann würde das Spiel mich verarschen. Gut, ich würde sagen, ab hier machen wir erstmal einen Cut. Wir haben jetzt nämlich den perfekten Zeitpunkt erreicht zum Schluss machen. Finde ich top. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, euch hat die Pause nicht gestört. Hat mir auch mal ganz gut getan. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und auch ein Abo, falls ihr sagt, ey, der Junge ist so gut. Macht Spaß, in die Videos so zu gucken. Ich würde ihn gerne unterstützen. Dann tut das. Daneben ist gleich der Abonnier-Button und daneben ist auch gleich eine Glocke, wo ihr raufklicken könnt. So erfahrt ihr immer, wann ich eine neue Folge hochlade.
Euer Handy sagt euch dann Bescheid. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier weiter auf den Turm klettern. Und dann werden wir auch erstmal in den Basislager checken, was wir noch für Fertigkeiten haben und für Ausrüstung zum Verbessern. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, bis dahin.